Herzlich willkommen bei den Medientagen Mitteldeutschland. Mein Name ist Maja Fiedler, ich bin freie Journalistin und Moderatorin. Ich moderiere vor allem für das Nachrichtenradio MDR Aktuell. Medien bilden einen wichtigen Grundpfeiler unserer Demokratie. Ohne das Vertrauen in Medien ist eine demokratische Willensbildung nicht möglich. In diesem Panel hier geht es um Medienvertrauen, es geht um Medienmisstrauen bis hin zum Feindbild Journalist, Journalistin. Und es geht um die Frage, sind die Medien eigentlich unabhängig genug? Wem gehören die Medien in Deutschland? Und wie hängen all diese Themenkomplexe miteinander zusammen? An meiner Seite sitzen drei Forschende, die brandaktuelle Studienergebnisse mit dabei haben und sie teilweise heute zum ersten Mal öffentlich auch vorstellen. Es geht um die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, die Studie Feindbild Journalist, Journalistin und das Rechercheprojekt Media Ownership Monitor. Ganz herzlich willkommen Oliver Quiring von der Johannes Gutenberg Uni Mainz, Patrick Pelz vom European Center for Press and Media Freedom und Matthias Bannert, Mitgründer und Geschäftsführer von Medieninsider und Leiter des Media Ownership Monitors für Deutschland. Ich freue mich sehr, dass wir in die Diskussion kommen. Wir machen es so, dass jetzt erstmal die Forscher, kann ich ja tatsächlich in dieser Runde sagen, der Reihe nach ihre Ergebnisse vorstellen, ganz kurz in der Präsentation, dass sie das gut einordnen können. Dann kommen wir alle zusammen ins Gespräch, schauen vielleicht auch nach möglichen Überschneidungen. Und im Anschluss haben Sie dann auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jetzt möchte ich erstmal Herrn Quiring um seine Kurzpräsentation bitten. Jo, herzlichen Dank für die Einführung und schönen Nachmittag. Ich warte noch auf die Präsentation hier, fange aber schon mal an. Ich bin Vertreter der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Die Ergebnisse, die ich heute zum ersten Mal vorstelle, stammen aus dem letzten Jahr. Die Befragung, also nicht aus dem letzten Jahr, sondern die Befragung fand im November und Dezember des letzten Jahres statt. Wir haben wie immer bevölkerungsrepräsentativ 1200 Befragte befragt, ab 18 Jahren im Rahmen von einer Mixed-Mode-Telefonumfrage. Statistische Fehlertoleranz, das wird später noch wichtig, sind 3%. Das heißt, ob jetzt 44, in Wahrheit 47 oder 41 sind, können wir nicht genau sagen. Diesen Fehler haben wir immer drin. Ich fange mal an, die Frage, die wir seit Jahren gleichstellen, ist tatsächlich diese hier. Wie ist es, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, etwa Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren, politische Skandale? Wie sehr kann man da den Medien vertrauen? Das sind die Medien insgesamt, das deutsche Mediensystem. Ich habe noch kein spezielles Medium angesprochen damit. Und was Sie sehen, 2023 ist das ein Stück weit weiter gesunken. Die blaue Linie sind die, die sagen, sie vertrauen komplett oder eher. Die graue, die sagen teilweise. Und die gelbe Linie sind die Menschen, die sagen, nee, man kann den Medien eher nicht oder gar nicht vertrauen. Wir sehen im Vergleich zum Vorjahr schon einen Schwund hier. Wir sehen vor allem zu einer Hochphase unter Corona, in der den Medien doch stark vertraut wurde und in dem man sich auch sehr auf sie verlassen musste, einen leichten Abschwung, der aber sich im Rahmen dessen bewegt, was wir vor der Pandemie kannten. Gehen wir mal weiter. Gucken wir uns so typisch medienfeindliche Einstellungen an. Wir haben eine ganze Reihe erfragt, aber die ist prototypisch. Wie sehr stammen Sie folgenden Aussagen zu? Die Bevölkerung wird systematisch belogen. Das ist der klassische Lügenpressevorwurf. Auch hier sehen Sie, die Abnahme gegenüber dem Vorjahr ist statistisch nicht mal signifikant. Was bleibt, ist die gelbe Linie unten. Wir haben so irgendwie zwischen 10% und 20% seit Jahren dauerhaft, die solchen Aussagen zustimmen. Das ist ungefähr die Größenordnung bei allen anderen Fragen, die wir auch gestellt haben. Also wir haben einen harten, verfestigten Kern, der sich aber in den letzten Jahren zumindest nicht stark verändert. Spannender wird es für die meisten hier, wenn wir uns die einzelnen Mediengattungen angucken. Auch das hat eine gewisse Tradition. Beim Vertrauen liegt das öffentlich-rechtliche Fernsehen zusammen mit regionalen und überregionalen Tageszeitungen noch weit vorne. Der blaue Balken ist die, die eher vertrauen, der graue ist sich nicht ganz sicher und der gelbe sagt, denen kann man nicht vertrauen. Gefolgt von privaten Fernsehen und Boulevardzeitungen, da ist es mittlerweile verschwindend gering, der Anteil, der sagt, hier kann man komplett vertrauen. Guckt man sich die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aber an, die roten Linien sind das Sicherheitsintervall. Nur bei Veränderungen, die außerhalb der roten Linien liegen würden, kann ich mit Sicherheit sagen, da hat sich was signifikant verändert. Was Sie sehen, da passiert gar nichts.
Das Einzige, was außerhalb dieses Intervalls liegt, ist bei den Boulevardzeitungen, dann sind sich weniger Leute unsicher und mehr sicher, dass sie nicht vertrauen möchten. Spannend ist, was jetzt passiert? Jetzt ist der Monitor komplett weg. Ich habe nicht abgeschaltet. Ich mache mal weiter im Text. Spannender ist die Frage tatsächlich, ich habe den Rest auch so noch drauf. Spannender ist tatsächlich, Kinders, spannender ist die Frage, wenn man offen fragt. Wir haben immer nach dem Medienvertrauen insgesamt gefragt, nach Gattungen. Was den Menschen so als erstes einfällt, mit der Frage hier, es gibt verschiedene Medienangebote, die gehen von öffentlich-rechtlichen Sendern bis zu Blogs oder Social-Media-Accounts. Was Sie sehen, ist, wenn man die Leute ungestützt fragt, kommen sehr, sehr häufig, also ganz vorne öffentlich-rechtliche Sender, aber auch deren regionale Vertreter, die kommen später, und Tageszeitungen in Deutschland. Also auch wenn man ungestützt fragt, sind es die etablierten Medien, die hier genannt werden. Und weil dann jemand sagen könnte, und wo sind die anderen alle? Ein Beispiel, die Junge Freiheit hatte 2 Nennungen von 1700, nur um es mal anzuführen. Und das sind ungefähr die Größenverhältnisse. Was auch ein bisschen zu sinkendem Vertrauen geführt hat, ist das hier. Menschen misstrauen, und da habe ich die Veränderung gar nicht mehr drin, Online-Angeboten zunehmend. Also die Diskussion um KI, um Fake News und so weiter hat Spuren hinterlassen. Wobei ich das fehlende Vertrauen hier eher positiv im Sinne einer demokratischen Skepsis interpretieren möchte. Die Menschen kaufen nicht einfach alles, was man ihnen vorlegt, was eigentlich eine gute Nachricht ist. Und damit möchte ich jetzt schon mal aufhören. Ganz herzlichen Dank, Herr Quering. Gerne einen Applaus. Dann geht's weiter mit Herrn Pelz. Ja, vielen Dank. Nach der einstellungsbedingten Seite dann jetzt die verhaltensbedingte Seite. Es funktioniert. Für die Feindbild-JournalistInnen-Studie jedes Jahr Angriffe, physische Angriffe auf JournalistInnen in Deutschland. Das ist also eine Fallerhebung. Dann werten wir das aus. Wir betrachten aber auch Phänomene und haben einen starken Fokus auch auf Lokaljournalismus und Gegenmaßnahmen. Ich möchte mich auch kurz halten. Wir analysieren das Betroffenenprofil, Täterinprofil, Tathergänge, Kontexte, geografische und zeitliche Auswertung. Und um mich auch kurz zu halten, vielleicht einmal erstmal das, was vor allem ins Auge springt, das sind die zentralen Ergebnisse seit 2015, auch mit dem Ergebnis vom letzten Jahr, wo wir 69 physische Angriffe auf JournalistInnen erfasst haben. Also was man sieht, seit 4 Jahren bewegen wir uns da auf einem hohen Niveau. Ich glaube, kontextualisieren werden wir gleich im Gespräch. Wie verhält sich das geografisch? Dieses Jahr haben wir 25 Angriffe in Berlin, 13 in Sachsen. Sachsen, wie man hier sieht, auf der nächsten ist Spitzenreiter. 117 von 390 Angriffen sind 2/3. Woran das liegt, darüber sprechen wir sicherlich auch noch. Berlin jetzt mit 83. Das sind also die Ergebnisse seit 2015. Vielleicht ein paar Kontexte. Demonstrationen sind der gefährlichste Arbeitsplatz für JournalistInnen. Rund 77% der Fälle haben wir letztes Jahr dort verortet. Das bewegt sich immer ungefähr in diesem Bereich. Die politische Zuordnung, wir benutzen als Hilfskonstruktion ein Links-Rechts-Schema. Das ist aufgrund von vielen, wie man dort auch sieht, 44 sind unbekannt, nicht mehr wahnsinnig brauchbar. Wir nutzen es gerade dennoch. Wir sehen, Angriffe kommen vor allem von rechts, wenige von links. Und dann haben wir eben ideologisch heterogene Kontexte, wo wir nicht immer klar sagen können, in einem gewissen Schema, wo diese Angriffe letztlich herkommen. Dort, wo der Kontext nicht eindeutig war, haben wir dieses Jahr 21 Angriffe im Bereich pro-palästinensischer Demonstration erfasst, 12 im Bereich der Querdenker-Montagsdemonstration und weitere. Auch nur kurz eingehen möchte ich auf die Beschäftigungsverhältnisse. Das ist sehr wichtig. 2/3, also überproportional, der angegriffenen Journalisten sind freiberufliche Journalistinnen. Und freiberufliche Journalistinnen haben immer noch erhebliche Unterstützungs- und Schutzlücken. Deswegen ist das eine Grafik, die sehr wichtig ist. Im Lokalen gucken wir auch noch über physische Angriffe hinaus. Dort haben wir 7 physische erfasst, 8 nicht physische. Generell ist das Monitoring aber sehr schwierig. Wir wissen, dass es ein hohes Dunkelfeld gibt. Wir erahnen es nicht nur, sondern durch Informationen, Fälle, die wir letztlich nicht komplett zurückverfolgen können, wissen wir, dass das Dunkelfeld da ist. So. An manchen Orten
im Lokalen, gerade dort, wo extrem rechte Raumnahme weit fortgeschritten ist, sehen wir und berichten uns lokale Journalisten von einer permanenten Bedrohungslage. Und dort finden wir auch teilweise Anzeichen von veränderten Berichten und von Selbstzensur. Genau, die Berichterstattung verändert sich, Themen werden vielleicht ausgespart und es berichten auch immer wieder Journalistinnen, dass sie sich zurückziehen. Dabei möchte ich es erstmal belassen und alles Weitere im Gespräch. Besprechen wir gleich. Ganz vielen Dank, Herr Pelz. Dann Matthias Bannert, bitte. Ja, vielen Dank. Wir stellen keine Studie vor, das heißt, wir haben keine Ergebnisse zu präsentieren, sondern ein Projekt, was noch läuft, und zwar den Media Ownership Monitor für Deutschland. Das heißt in Kurzform, wir ermitteln, wem gehören eigentlich die wichtigsten Medienmarken Deutschlands, und zwar nicht nur welchem Konzern, sondern welche Personen stecken dahinter. Der Media Ownership Monitor ist ein Projekt von der Global Media Registry, die das schon in vielen Ländern gemacht hat. Und für Deutschland machen wir das erste Mal, und wir als Medienfachmagazin Medieninsider sind der Content-Partner, der deutsche Partner dafür. Das heißt, mit unserem Team recherchieren wir die Eigentumsverhältnisse der wichtigsten Medienmarken. Und das ist sozusagen die Karte auf der Website von Global Media Registry. Man kann sich das Projekt bereits für andere Länder anschauen. Und wer sich die Karte eben anguckt, der sieht, dass es in Westeuropa eben nur in Irland einen Fleck gibt, und wir sorgen jetzt für den deutschen Fleck sozusagen dort und sind auch schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Wir betrachten ungefähr 40 wichtige Medien, das heißt, wir haben da so erstmal geguckt, was sind eigentlich so die relevantesten Medien, und das ist schon die erste schwierige Frage, die wir uns gestellt haben: Was heißt eigentlich Relevanz? Wir haben uns jetzt hier so im weitesten Sinne auf Reichweite fokussiert. Das ist, glaube ich, so ein Kriterium, was man ganz gut anbinden kann. Aber auch da stößt man irgendwann auch auf die Frage, okay, was ist, wenn ein Medium nicht so hohe Reichweite im Netz hat, aber sehr viele Follower oder sehr viele Videoabrufe auf TikTok? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben. Es gibt zwei, drei interessante Erkenntnisse, die ich hier schon teilen kann. Zum Beispiel, dass von diesen 40 Medienmarken nur 17 private Medienkonzerne damit bei sind. Ein ganz großer Teils öffentlich-rechtlich, und von diesen privaten Medienkonzernen sind 0 aus Ostdeutschland. Das haben wir schon mal so als erste Überraschung auch festgestellt. Man kennt sich als Medienjournalist natürlich schon ein bisschen aus, aber dass das so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und im Radio- und TV-Markt, der ist auch, das hat auch der Vergleich mit anderen Ländern gezeigt, ist überraschend wenig aufgeteilt oder einfach aufgeteilt zwischen wenigen privaten Konzernen und sehr, sehr viel öffentlich-rechtlichen. Also ich habe hier mal die Grafik für die Radiosender mitgebracht. Also 70% der 10 größten Radiosender sind öffentlich-rechtlich. Und das ist natürlich für die Medienkonzentration nicht so besonders gut. Ja, was machen wir genau da? Also wir legen Profile an für die Medienmarken, und die sehen dann ungefähr so aus. Und am Ende sozusagen, ich habe das mal so rot eingekreist, ist eigentlich interessant, welche Personen tatsächlich, also welche Köpfe stecken dahinter. Also nicht welcher Konzern, sondern wer sind die Entscheider dahinter, die Eigentümerfamilien vielleicht oder einzelne Personen. Das ist das, was wir eben rausfinden wollen. Genau, und dann, ich habe hier mal das aus Montenegro mitgebracht. So sieht das dann aus, dass man sozusagen auf einer Übersichtsseite die Köpfe zeigen kann, wem eigentlich Medien Deutschland gehört. Und ganz rechts habe ich mal einen kleinen Screenshot gezeigt. Österreich ist da ein bisschen einfacher, weil in Österreich stehen zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse im Impressum. In Deutschland ist es nicht der Fall, deswegen braucht es Projekte wie den Medien Ownership Monitor, um das eben offen zu legen. Matthias Bannert, herzlichen Dank. 3 hochspannende wissenschaftliche Projekte, in die wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen wollen und auch nach jeweiligen Überschneidungen gemeinsam schauen wollen. Lassen wir uns ein Stück weit auch überraschen. Herr Quiring, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Man könnte den Eindruck bekommen, das Medienvertrauen ist relativ stabil. Eigentlich ganz entspannt alles, oder? Ja und nein. Also es ist tatsächlich erstaunlich stabil für die heftigen öffentlichen Debatten, die wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Ich bin insofern beruhigt, als große Teile der Bevölkerung doch viel sturer und träger sind, als man in der öffentlichen Diskussion glauben möchte. Es sind nur die auffallen, das sind die wenigen, die sehr laut sind. Aber auch die haben sich in den letzten Jahren nicht massiv verändert. Man könnte jetzt sagen, das sind No News, aber das sind Good News in dem Falle.
denn man hat eine relativ überschaubare Lage. Aber ich möchte eigentlich gleich auf Herrn Pelz eingehen, wenn ich denke, mir hat dann zu denken gegeben, ich komme hierher mit meinen quantitativen Daten, wir haben eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage und dann kontrastiere ich das mit seinen Ergebnissen. Und sehe, wir haben aber zunehmend tätliche Angriffe, die natürlich überhaupt nicht zu dulden sind. Ich könnte jetzt sagen, das sind Einzelfälle, aber ich will das nicht abtun. Und ich glaube, das sollte man auch nicht abtun. Deswegen würde mich auch interessieren, später noch eine gewisse Systematik dahinter steckt, die man beobachten kann bei diesen Übergriffen. Mein Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, als Wissenschaftler sollte man eigentlich nicht über ein Bauchgefühl reden, aber ist, dass die Ränder radikaler werden. Sich in der Größe nicht gut groß verändern, aber die Diskussion entweder, wie Sie richtig sagten, in Schweigen endet, ich ziehe mich zurück, um mir nicht den Mund zu verbrennen, oder in einer Aggression. Und die große Menge derer, die ganz gern leidenschaftlich und heftig diskutiert, damit nicht so richtig abgebildet ist. Ich würde gerne noch mal kurz den Begriff des Vertrauens so ein bisschen schärfen, weil kein Vertrauen ist nicht automatisch Misstrauen. Warum nicht? Kein Vertrauen ist nicht automatisch Misstrauen. Wir stellen ja sehr globale Fragen. Wie weit vertrauen Sie den Medien, einzelnen Gattungen? Jetzt ist es demokratietheoretisch aber äußerst sinnvoll, nicht jede Nachricht einfach zu glauben oder zu vertrauen, sondern skeptisch drauf zu gucken, gerade in unseren Zeiten. Also ich hätte mehr Angst, wenn wir bei 90% Medienvertrauen liegen würden. Das ist typisch in Umfragen in Diktaturen. Da kennen wir das, da haben sie ein relativ einheitliches Meinungsbild. Außerdem haben die Menschen Angst, am Telefon zu sagen, was sie denken. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, solange wir, ich würde noch weitergehen mit der Differenzierung, skeptische Mitbürger haben, die sich genau angucken, was ihnen geliefert wird, die aber das Gesamtsystem nicht in Frage stellen und jede Journalistin, jeden Journalisten als Lügnerin oder Lügner bezeichnen, sondern schlicht und ergreifend sagen, das kaufe ich nicht, hier bin ich skeptisch. Das ist eigentlich eine sehr reife Art, damit umzugehen. Also muss Misstrauen an sich nicht schlimm sein. Herr Pelz, Sie nicken? Dem stimme ich zu. Ich glaube, was Sie in Ihrer Studie auch sagen, ist, dass es auch noch so etwas wie Medienzynismus gibt. Das, wie Sie sagen, Skepsis ist wichtig. Also wir alle wissen, es gibt verschiedene Blattlinien, im Zweifel kontrastiert man verschiedene Medien. Wenn das aber in eine, ich sag mal, pauschale Ablehnung, die eben auch dann ankommt bei beispielsweise alle Presse ist Lügenpresse gleichgeschaltet, also Sie nennen das Medienzynismus, was vielleicht dann auch eine Medienfeindlichkeit wird, dann ist es problematisch, weil dann kann es eben auch, und das zeigt, glaube ich, unsere Studie, eine verhaltensbedingte Seite bekommen. Also es sind zum einen die Lügenpresse, da haben wir natürlich auch verschiedene Facetten, das wird auch anders ausgedrückt. Genau, aber es erfolgen eben auch Angriffe. Und um da anzuschließen, ich glaube nicht, dass die Zahlen sich widersprechen. Letztlich sehen wir sozusagen in dem Bereich, wo eben, sagen wir, Medienzynismus stark ausgeprägt ist, da bin ich dann bei Ihnen, glaube ich eher, dass da eine Radikalisierung stattfindet. Dass sozusagen das Medienvertrauen generell ist hoch, das ist, oder auch mit einer gewissen Skepsis, aber es ist sozusagen positiv zu sehen. Aber in gewissen Milieus, und das können wir auch einigermaßen nachzeichnen, wenn wir Angriffe sozusagen zurückverfolgen, beispielsweise zu extremen Rechten oder auch in verschwörungsideologischen Kontexten, dann glaube ich schon, dass wir dort Radikalisierung sehen. Seit 4 Jahren machen Sie diese Betrachtung auf feindliche Übergriffe, auf physische Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Im letzten Jahr sind die jetzt wieder gestiegen von 56 auf 69. Das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Hat Sie das überrascht oder haben Sie eigentlich damit gerechnet? Nun, also ich glaube, die erste Überraschung war in den vergangenen Jahren, dass sozusagen vor allem im Bereich der QuerdenkerInnenbewegung so viele Übergriffe aufgekommen sind, überhaupt erstmal dieses Phänomen. Das können wir eigentlich in den Zahlen sehr gut sehen. Das begann mit dem Aufkommen der Querdenkerbewegung, mit dem hohen Versammlungsaufkommen. Und dann sind diese Angriffe auch sehr gut dokumentiert. Es gab dann so ein bisschen die These, jetzt gerade nachdem wir 2022 auch einen leichten Rückgang gesehen haben, einen leichten, dass beispielsweise eben die Marginalisierung der QuerdenkerInnenbewegung und das daran gekoppelte Versammlungsaufkommen, dass das abnimmt und wir dann auch weniger Fälle sehen. Das haben wir letztes Jahr also für 22 gedacht, dass das jetzt vielleicht weiter runtergeht. Bestätigt hat sich es offensichtlich nicht. So, also auch wenn diese Bewegung beispielsweise marginalisierter ist,
sehen wir, dass in verschiedensten Kontexten sich überlappenden und daraus auch wieder neu bildenden Proteststrukturen, also man kann sich ja beispielsweise sogenannte Montagsdemonstrationen anschauen, wo verschwörungsideologische Hintergründe in Bezug auf Corona zusammen mit der extremen Rechten unterwegs sind. Das heißt, dort bilden sich neue Protestgefüge, in denen eben Medienzynismus oder auch Medienfeindlichkeit weiter vorhanden ist. Jetzt haben wir bei Herrn Quiring einmal diesen Blick, wie Sie schon so schön zusammengefasst haben, diesen einstellungsbedingten Blick und bei Ihnen diesen Blick auf das Verhalten. Und da stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, an welchem Punkt kippt das denn, diese Einstellung, dass man also vielleicht den Medien nicht vertraut, den Medien sogar misstraut, dahingehend, dass wirklich Journalisten, dass man einen Journalisten angreift. Haben Sie dazu Ideen? Also ich habe jetzt direkt Sie angeguckt. Wo kippt es? Nun, also zum einen in gewissen Milieus, ich sag mal beispielsweise bei der extremen Rechten, ist Medienfeindlichkeit immer ein Teil der politischen Ideologie. Also Medien und die extreme Rechte, das ist ein antagonistisches Verhältnis. Also nicht, dass auch die Medien mal instrumentalisiert werden beispielsweise, aber letztlich sehen wir, dass die extreme Rechte immer gegen die freie Presse agitiert. Das sehen wir vor allem auch dort, wo die extreme Rechte in die Regierung kommt. Also dort ist es sozusagen angelegt ideologisch. Die Frage ist dann sozusagen, wo das sozusagen in Gewalt übergeht, also diese Gewalt letztlich ausbricht. Und ich glaube, das sind dann, ich meine, deswegen sind es vor allem Demonstrationen, Gewaltdynamiken, die in einer aufgeheizten Atmosphäre, wo Journalisten dann als Feinde gesehen werden, sich letztlich entladen. Ich habe mir die Frage auch immer wieder gestellt, wir haben nicht in dieser Umfrage, aber vorher eine nach Toleranz von Gewalt immer wieder gestellt. Und der Anteil derer, die Gewalt gegen andere in der öffentlichen Diskussion gutheißen würden, der ist so minimal und verschwindend, der ist weit unter den Zynikern. Wenn ich sage, ich bin bei den Zynikern irgendwo bei jedem fünften Deutschen, dann liegen wir da unter einem Prozent, der das gutheißen würde. Und dieser kleine Teil verursacht dann die Menge an Schaden, der hier vorhanden ist. Und das ist natürlich auch, das kann ich mit einer einstellungsbedingten Umfrage nicht erklären, aber eine Demo oder ein Rechtsrockkonzert oder schafft natürlich auch eine Gruppendynamik, die Sie nicht bei einzelnen Leuten haben. Es passiert allerseltenst, ich weiß nicht, die Frage, wie oft passiert das, dass ein Journalist von Einzelnen unabhängig von einer Veranstaltung angegriffen wird? Selten. Seltener. Herr Barnert, jetzt würde ich gerne mal so einen Querverweis ziehen, weil es ja schon sehr spannend ist, wenn wir uns diese Übergriffe in Sachsen anschauen. Also ist ja wirklich erschreckend. Und dann in Ihrer Präsentation sehen, dass es keine privaten Medienkonzerne in Ostdeutschland gibt. Hängt das vielleicht irgendwie miteinander zusammen? Also das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die, was man in den letzten Jahren auch beobachtet hat, ist, ganz viel Medienkompetenz auch verloren gegangen ist. Also man weiß gar nicht, wie entsteht Journalismus. Und was ich sozusagen auch beobachte, ist, dass einfach so viele Menschen gar nicht wissen, dass die Journalisten, die darüber berichten, ja nicht über ihre eigene Meinung berichten oder in der Regel das nicht tun. Und gerade wenn man jetzt, sag ich mal, die Corona-Berichterstattung anguckt, dann fühlen sich vielleicht Leute dadurch angegriffen, weil ihre eigene Meinung dort nicht wiedergegeben wird oder bestimmte Theorien, an die man glaubt, irgendwie in der Presse sich nicht wiederfinden. Und das ist jetzt sehr schwer, darüber zu spekulieren, warum das so ist, aber dadurch, dass es eben gar keine ostdeutschen privaten Medienunternehmen gibt. Also es gibt ein paar, muss ich dazu sagen, nur nicht in unserer Auswahl, weil wir uns die Großen angeguckt haben. Also die Berliner Zeitung zum Beispiel, die gehört einem ostdeutschen Verlag oder der Verlag sitzt nach wie vor in Ost-Berlin, aber ist eben in unserer Auswahl nicht drin, weil wir uns da auf sehr große Zeitungen fokussiert haben. Aber natürlich führt das noch dazu, wenn ich sage, okay, ich bin Ostdeutscher geboren und selbst meine Medien, die ich lese, werden aus dem Westen gesteuert sozusagen. Das ist natürlich etwas, was beim Vertrauen auch wieder in die Kerbe schlägt, des Missvertrauens. Aber ob das jetzt alleine dazu führt, dass in Ostdeutschland irgendwie die Gewalt größer ist, ist glaube ich jetzt zu weit hergeholt, aber es ist mit sicherlich nicht förderlich. Herr Pelz, von den insgesamt 390 physischen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten, die Sie erfasst haben seit 2015, entfallen 117 auf Sachsen, um das wirklich nochmal festzuhalten. Wie erklären Sie sich das? Was würden Sie sagen? Was begünstigt dieses Klima? Also es sind mehrere Faktoren und es ist schwierig, die auseinander zu disentangeln, auseinander zu bekommen. Zum einen, ich fange mal mit
den hinteren Faktoren an. Zum einen haben wir möglicherweise in Sachsen ein erhöhtes Versammlungsaufkommen im Zuge von Pegida, ist sozusagen der Geburtsort in Dresden. Wir haben sehr viele QuerdenkerInnen-Demonstrationen auch in Sachsen gehabt. Das heißt, immer dort, wo viele Versammlungen sind, ist eben auch das Potenzial für physische Attacken am höchsten. Gleichzeitig sind das ja eben auch AkteurInnen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die das durchaus fördern. Das kommt dann sozusagen hinzu. Wir nehmen durchaus einen Blick in der Studie, wir nennen das Nahaufnahme Sachsen, um nochmal genauer hinzugucken, die extreme Rechte in Sachsen, die spielt sicherlich eine Rolle. Wir sagen ganz klar, das ist erstmal ist es kein ostdeutsches Phänomen, das der Aufstieg der extremen Rechten. Das sind graduelle Unterschiede, nicht fundamentale. Und das sehen wir auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Thüringen. Wenn wir dann aber so ein bisschen reinzoomen und auch in qualitativen Interviews gefragt haben, beispielsweise LokaljournalistInnen, wie sie ihrer Arbeit nachgehen können an Orten, wo extrem rechte Raumnahme weit fortgeschritten ist, dann finden wir da eben ein Klima vor, was zum einen ja, Anzeichen von Selbstzensur aufgrund dieser permanenten Bedrohungslage hervorruft. Und zum anderen werden dort, wie ich es eingangs sagte, sehr viele Demonstrationen, auch Kleinstdemonstrationen durchgeführt. Aber wenn dort dann Journalistinnen hingehen, dann kommt es dort auch häufiger zu Übergriffen. Man meint jetzt direkt zu verstehen, was Selbstzensur in diesem Kontext heißt. Aber vielleicht können Sie es trotzdem nochmal ausführen. Nun, ich glaube, Selbstzensur, vor allem kennt man es, glaube ich, eher aus autokratischen oder auch halbautokratischen Staaten sozusagen oder von Demokratien, die gerade zurückgebaut werden oder wurden, wie beispielsweise in Polen oder Ungarn, dass sozusagen aufgrund staatlicher Repression JournalistInnen nicht mehr über gewisse Themen berichten. Jetzt sehen wir allerdings beispielsweise in Sachsen, dass das nicht aufgrund der Regierung ist, sondern dass JournalistInnen eben aufgrund von Sorge, weil sie eben Tür an Tür auch mit gewissen Akteuren und Bewegungen leben, über die sie berichten, sagen, dass sie sich nicht sicher fühlen und dann zu gewissen Akteuren und Bewegungen nicht berichten, um nicht ins Ziel dieser zu geraten. Und das bezeichnen wir als Selbstzensur. Also an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wirklich mal einen Blick in diese Studie zu werfen, weil ich finde, in dieser Konzentration, natürlich weiß man, es gibt immer wieder diese Übergriffe und man hört davon, aber in dieser geballten Konzentration, diese ganzen Beispiele bei Ihnen zu lesen, das fand ich wirklich absolut bedrückend. Also was da alles passiert, wie bedroht man im Lokaljournalismus wirklich ist. Und mich würde interessieren, was kann man denn tun? Wie kann man die, also Sie hatten zum Beispiel auch als Beispiel, dass sehr viele Freiberufler betroffen sind. Warum ist das besonders problematisch? Ganz einfach deswegen, weil FreiberuflerInnen nicht auf Unterstützung häufig von ihrem Arbeitgeber zurückgreifen können. Also wenn sie physisch verletzt werden, wenn sie psychisch verletzt werden, wenn Eigentum, Equipment beschädigt wird, dann im schlechtesten Fall, und das ist in mehreren Fällen der Fall, sind sie auf sich allein gestellt. Das ist dann neben den Schäden, eben physisch, psychisch, die man davonträgt, auch existenzbedrohend. Und diese Schutzlücken, die sind bekannt. Es passiert auch immer ein bisschen, aber es passiert eben noch viel zu wenig und dort muss auf jeden Fall nachgebessert werden und Verantwortung dafür übernommen werden, gerade wenn man auch freiberufliche Journalisten beauftragt. Und bei den Festangestellten schreiben Sie, da gibt es schon gewisse Vorkehrungen in Redaktionen, dass beispielsweise man nur noch zu zweit auf eine Demonstration gehen darf. Das wiederum führt aber dazu, dass man womöglich weniger auf die Demonstration geht, weil in einer kleinen Lokalredaktion vielleicht gar keine zwei Festangestellten da sind. Ja, Sie haben es gesagt, das ist absolut richtig. Einmal, ich meine, da kommt natürlich eine so ökonomische Komponente auch hinzu, gerade wenn im Lokaljournalismus Stellen wegfallen und dann ist da vielleicht im Zweifel nur noch eine Person, dann würde diese Regel nicht funktionieren. Begleitschutz ist mittlerweile bei entsprechenden Veranstaltungen und Berichterstattung zu gewissen Akteuren, das wird immer mehr normal. Gleichzeitig hört man auch immer wieder, dass es schwierig ist, Begleitschutz zu bekommen. Also dort hat sich letztlich eine Situation aufgetan, wo zwar erkannt wird und auch gehandelt wird, aber die Umsetzung auch immer wieder Probleme aufwirft von Planungs- zu Kostenfaktoren etc. Es gibt eine ehrenamtliche Begleitschutzinitiative, die nennt sich Between the Lines und die sagen, wir waren da in der Vergangenheit mit unseren Formulierungen sehr vorsichtig, aber inzwischen sagen wir, dass Pressefreiheit in der Fläche in Sachsen eigentlich nicht mehr gegeben ist. Sie hatten Herrn Quiring angeguckt.
alle müssten was sagen wollen an dieser Stelle. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, wie es um die Pressefreiheit in Sachsen bestellt ist. Was aber schon stimmt, ich habe aus Thüringen die Beispiele mitgekriegt, ähnlich von Journalistinnen und Journalisten, die auf dem Land Angst haben. Teilweise, wenn die alleine unterwegs sind. Was die Menschen in Sachsen dazu verleitet, ja, das sind politische, ideologische Festlegungen. Aber was wir vorhin auch hatten, deswegen, ich möchte noch ein bisschen relativieren. Man hatte Ihre Karte relativ schön gesehen. Ich bin jetzt in Westdeutschland geboren und tue mir trotzdem schwer, mit das als ein ostdeutsches Problem zu sehen. Es ist ein regionales. Die Bundesländer im Osten sind sehr verschieden in ihrer Art, damit umzugehen. Und verschiedene Regionen sind auch sehr verschieden besetzt. Aber scheint tatsächlich in Sachsen in der Folge der Pegida-Demonstrationen schon so etwas wie ein Konglomerat von Menschen zu geben, die tatsächlich auf Dauer Ärger erzeugen, gerade für Journalistinnen und Journalisten. Ja, also wir weisen in der Studie auch mehrfach darauf hin, es ist kein Ostbashing oder ähnliches. Also nochmal, Rechtsextremismus ist kein ostdeutsches Phänomen, es ist ein Problem in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, warum wir glauben, dass die Zahlen in Sachsen hoch sind. Schließen wir doch daran an, was muss jetzt passieren? Sie machen ja auch sehr viele Vorschläge in der Studie. Also was auf jeden Fall passieren muss, ist, denke ich, also der Medienschutz. Wenn wir über Demonstrationen sprechen, sprechen wir auch über Medienschutz der Polizei. Also können Journalisten in ihrer Berichterstattung nachgehen, ohne sich darum Sorgen machen zu müssen, dass sie physisch angegriffen werden. Da ist beispielsweise in den vergangenen Jahren gerade auch im Nachgang jetzt der Querdenker in Bewegung schon viel passiert. Sachsen hat ein Medienschutzkonzept entwickelt, das viele Journalisten als sehr positiv bezeichnen. Man muss das dann aber auch einsetzen. Das passiert auch nicht immer. Gleichzeitig sind beispielsweise eingerichtete Medienschutzzonen, wo Journalisten dann an diesem Ort fest geschützt sind, schwierig, wenn man sozusagen örtlich gebunden ist und eigentlich da vorne sein müsste, um darüber zu berichten. Das heißt, da muss eigentlich kontinuierlich dran gearbeitet werden und das verbessert werden. Es muss weiterhin eine viel stärkere Sensibilisierung auch auf Seiten der Polizei geben. Jedes Jahr sind wieder Fälle dabei, wo am Ende JournalistInnen in der Maßnahme landen und nicht die Personen, die sie attackieren. Haben Sie da ein Beispiel? Ich hätte ein Beispiel. Wenn Sie jetzt fragen, das ist nicht abgesprochen. es wurde gerade verhandelt, Freitag und Samstag, der Fall Dresden-Laubegast. Ich weiß nicht, ob Sie den mitbekommen haben. Es war im Februar 2022. Dort haben 10 Männer in Dresden in Laubegast 6 Medienschaffende angegriffen und 2 BegleitschützerInnen. Und das war eine Demonstration, eben, die auch zeigt, dieses Heterogene im Bereich auf Bezug auf Ideologie. Dort waren QuerdenkerInnen, bekannte Akteure, auch mit Namen, ebenso wie wichtige Akteure in der Freien Sachsen. Und die haben diese Medienschaffenden durch Dresden-Laubegast gejagt. Sie haben sie bedroht, beschimpft, weggeschubst, mit dem Fahrradschloss geschlagen. Eine Begleitschützerin ist auch gestürzt und nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte letztlich verhindert werden, dass auf diese Begleitschützerin eingetreten wurde. Die Journalisten hatten sich bei der Polizei angemeldet, vorher, aufgrund des Medienschutzkonzeptes, was sie eigentlich gerne gehabt hätten, das kam nicht. Und auch während der Berichterstattung, als die Situation brenzlig wurde, wurde die Polizei wieder alarmiert. Sie kam nicht. Sie kam dann erst, als sozusagen das sich bereits abgespielt hat. Was dann erstmal folgte, war eine Schuldumkehr sozusagen von der Polizei. Also dass in dem Fall die Journalistin die Störerin gewesen seien und das erleben wir leider zu häufig. Nicht immer, also ich sage das eindeutig, aber wir erleben das leider häufig. Und dann geht es weiter. Da komme ich auch gleich zur nächsten Empfehlung sozusagen, worauf man achten muss. Als es verhandelt wurde, hatten die organisierten Neonazis in dem Fall, obwohl vorher ein Zeugenschutz verabredet war sozusagen, konnten sie die persönlichen Daten der Opfer sehen. So. Das Verfahren wurde dann gegen eine Geldauflage gegen einen der Täter eingestellt, gegen andere Täter läuft es noch, 1000 Euro. Und die Anwältin der Journalisten weisen darauf hin, dass die Gefährdung und die Auswirkung auf die Pressefreiheit in diesem Urteil überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Also dieses, um was es da eigentlich geht, natürlich geht es um Individuen, die verletzt wurden, auch physisch, und das ist psychisch, das ist ein Problem. Gleichzeitig ist da eben auch noch ein Grundrecht, was sozusagen auch in der Rechtsprechung in dem Fall nicht mitgedacht wurde, und das sagen eigentlich Journalistinnen und auch Verbände immer wieder, diese,
diese Signalwirkung, die von gewissen Urteilen ausgeht. Und man könnte dann noch andere nennen, Frette Rode, das Thüringen-Urteil. Es wird jetzt gerade wieder neu aufgerollt. Das heißt, die fehlende Strafverfolgung, die sich dort zeigt, die sehen wir aber auch an anderen Stellen. Gerade wenn es nicht physische Attacken sind, beispielsweise auf Häuser etc., dann kann kein Tätermittel werden. Das ist natürlich auch teilweise so, aber diese fehlende Strafverfolgung ist einfach auch ein großes Problem, wo sich letztlich was ändern muss. Und wir müssen die Auswirkungen besser verstehen. Was macht es mit Journalisten? Hat das für Auswirkungen auf die Pressefreiheit? Das heißt, dort muss man auch letztlich mehr forschen und sich mit Phänomenen wie eben Anzeichen von Selbstzensur auseinandersetzen. Also das ist wirklich völlig verrückt, dass der Journalist, der angegriffen wird, am Ende selber in den Fokus gerät und gegen ihn ermittelt wird. Es gibt auch noch ein Beispiel, jetzt haben wir, um nicht einseitig zu werden, ein Beispiel aus Dresden, aber in Ihrer Studie ist auch ein Beispiel noch aus Hessen von einem bekannteren Journalisten dort, der einen AfD-Landesparteitag begleitet hat und Menschen auf dem Weg dahin befragt hat und sich dann jemand vor die Kamera ganz gezielt stellt und sagt, ich bin Nationalsozialist, er das filmt, sendet und dann von der Polizei angezeigt wird, weil das so ganz bestimmt nicht freiwillig geschehen sein kann. Obwohl er dort mit einer großen Kamera und einem Mikrofon aufgetaucht ist, musste er das wiederum aber erstmal beweisen, dort nicht heimlich gefilmt zu haben. Ja, es sind alles Fälle. Ich meine, das ist immer die Frage, sind das Anekdoten oder ist das systematisch? Tatsache ist, sie treten auf und sie treten doch auch gehäuft auf. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, sich das immer sehr genau anzuschauen und auch auf die Problematik hinzuweisen. Herr Barnard, ich würde gerne noch mal einen kurzen Schwenk zum Media Ownership Monitor an dieser Stelle machen. Es ist ein kleiner Knick jetzt im Gesprächsfaden, aber trotzdem wahnsinnig wichtig, dass wir auch da einfach noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Warum ist die Transparenz von Medienbesitz denn generell so wichtig? Warum ist es so wichtig, das aufgeschlüsselt zu bekommen von Ihnen? Ja, um vielleicht den Schwenk zu erleichtern, also ich glaube, am Ende steht und fällt alles mit Vertrauen und offensichtlich ist das Vertrauen von vielen Konsumenten in die Medien irgendwie verloren gegangen, was teilweise dazu führt, dass man eben täglich das angreift. Und was wir versuchen mit dem Media Ownership Monitor zu machen, ist Transparenz herzustellen. Also wem gehören Medienmarken? Es gibt ja da manchmal so irre Verschwörungstheorien, wer alles in der Redaktion anruft und die Nachrichten durchgibt. Also das ist, wer sich mit Medien beschäftigt, weiß, dass es Unsinn ist, aber versucht das mal irgendwie klar zu machen, dass es Unsinn ist. So, und was wir machen ist, wir zeigen, welche Köpfe hinter den Medienmarken stecken. Also wer die tatsächlichen Eigentümer sind, wie viele Stimmrechte sie haben, wie weit sie durchregieren könnten. Ja. Und dabei stellt sich dann raus, dass es A, nicht die Bundesregierung, die dahinter steckt und B, auch keine jüdische Weltverschwörung, die da die Nachrichten reindiktiert, sondern es sind teilweise Familien, Familienunternehmen, vor allem im regionalen Bereich, oder es sind auch verstrickte Konzerne miteinander, teilweise auch Finanzinvestoren und so weiter. Aber das alles mal öffentlich darzulegen, glaube ich, hilft schon mal ganz viel, um Vertrauen irgendwie wiederherzustellen oder es transparent zu machen. Das sind jetzt, wer sich mit Medien beschäftigt, auch keine großen Überraschungen drin, aber ich glaube, so ein Endkonsument, der weiß eben nicht, wem gehört RTL oder wem gehört die Süddeutsche Zeitung. Man denkt sich da immer irgendwie was, aber dann die Köpfe mal zu zeigen, das, glaube ich, hilft da schon. Sie haben schon gesagt, in Österreich zum Beispiel steht das im jeweiligen Impressum. Sehr, sehr spannend. Wie schwer ist es in Deutschland, das zu recherchieren? An sich nicht so schwer. Also ich will jetzt unser Projekt nicht klein machen, nein. Aber also theoretisch steht alles im Handelsregister, aber Hand hoch, wer hat von Ihnen schon mal im Handelsregister nachgeguckt auf 10 Ebenen, dahinter gibt es eine Hand hoch, aber auf 10 Ebenen, wem was gehört. Das ist ja nicht so, dass ich einfach ins Handelsregister gucke, die RTL GmbH, die es glaube ich gar nicht so gibt, aber steht da nicht ein Eigentümer drin, sondern man muss sich sozusagen manchmal über 10 oder mehr Ebenen durchklicken, bis man dann die tatsächlichen Eigentümer hat. Und dann landet man ganz oft bei einer Stiftung und muss dann gucken, wer hat da die Stimmrechte in der Stiftung. Also so ganz einfach ist es nicht. Theoretisch ist alles transparent. Und das, was Österreich macht, ist, dass sie zumindest im Impressum auflisten, wem die Unternehmensbeteiligungen gehören und wer dahinter noch steckt. Aber dann weiß man auch nicht, dass die Sigma Holding irgendwie Benko gehört oder so. Das muss man dann trotzdem noch mal wissen. Und das ist das, was wir ein bisschen erleichtern. Und können Sie schon ein erstes Fazit sagen, wie unabhängig sind denn die Medien in Deutschland? Also
man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen der Eigentümerstruktur und der Unabhängigkeit der Redaktion. Und ich würde bei vielen Unternehmen meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die meisten Verleger, Familien oder Verleger das nicht aus rein finanziellen Interessen tun, sondern auch einen gewissen Ethos auch haben. Also insofern gehe ich davon aus, nur weil Lismon irgendwie bei RTL beteiligt ist, wird die da nicht in der Redaktion von Explosiv anrufen und die Themen durchgeben. Glaube ich mal nicht, dass es der Fall ist. Insofern muss man die Frage sozusagen trennen, wie unabhängig sind sie. Was wir feststellen ist, dass wir schon eine einigermaßen große Konzentration haben. Also wir stellen im Fernsehbereich fest, dass es irgendwie die RTL-Gruppe gibt, die ProSiebenSat.1-Gruppe und die öffentlich-rechtlichen Medien. Damit kann man Medien in Deutschland ganz gut zusammenfassen. Ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig. Was im Zeitungsbereich angeht, da ist es schon ein bisschen diverser aufgeteilt. Aber es ist auch super spannend zu sehen, dass man irgendwie, dass eine Regionalzeitung irgendwie auch die gleichen Eigentümer hat, zum Teil wie die Süddeutsche Zeitung oder so, dass es da so Verstrickungen gibt. Das ist schon sehr spannend dann zu sehen. Und wir haben eben diese Konzentration in Westdeutschland. Wie kommt das zustande? Ist das historisch bedingt? Ja, ich würde schon sagen, das ist historisch bedingt. Wir haben ja in vielen Bereichen nach der Auflösung der DDR mit dieser Treuhandvergabe vielleicht Fehler gemacht, das irgendwie einfach sehr, sehr oft an westdeutsche Konzerne zu übergeben. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was, auch Vertrauen verloren gegangen. Viel Frust ist da entstanden und ich glaube, ja, ich selber komme aus Ostdeutschland, ich habe bei einer Lokalzeitung in Rostock angefangen, auch die gehört inzwischen einem westdeutschen, oder gehört auch damals schon einem westdeutschen Medienkonzern. Ich fand es jetzt irgendwie nicht schlimm als gesamtdeutsche Identität, also sehe mich nicht als Ostdeutscher, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich schon schade, dass die ganzen ostdeutschen Medienmarken eben zum größten Teil, also die größeren, ne, die kleinere gibt es natürlich, ich glaube, Sachsenfernsehen habe ich hier zum Beispiel getroffen, das sind natürlich dann ostdeutsche Medienunternehmen, die immer noch agieren, aber so die großen Tageszeitungen, die gehören, soweit ich weiß, alle in den Westen. Und dass es auch überhaupt so eine Konzentration gibt, ist das wirtschaftlich, kapitalistisch bestimmt oder stecken dahinter auch gewisse Machtinteressen, das Interesse für Deutungshoheit? Ja, also wir stehen natürlich, ist jetzt auch ein No-Brainer hier auf dieser Konferenz zu sagen, aber wir stehen natürlich im großen Umbruch in der Medienwelt und alle Medienkonzerne haben mit der Digitalisierung zu kämpfen. Und die Antwort, die viele Konzerne darauf finden, ist eben Synergieeffekte irgendwie zu heben, um mal dieses Buzzword zu benutzen, statt irgendwie kreativ mal in die digitale oder in digitale Geschäftsmodelle zu denken. Und da machen viele Konzerne, legen halt zusammen, was sich zusammenlegen lässt, produzieren den Mantel über ganz Deutschland hinweg. Ist vielleicht nicht die beste Antwort auf die Digitalisierung, muss ich mal so sagen. Und das führt eben dazu, dass sich diese Konzentration aus wirtschaftlicher Sicht eben ergibt. Und ob das sozusagen auch Machtinteressen dahinter sind, natürlich hat man als Verleger, Familie oder Verleger auch ein Interesse, irgendwie Einfluss zu üben, aber ich würde nicht sagen, dass das vorrangige Interesse ist bei den Zukäufen, die jetzt gerade stattfinden. Momentan ist es eben sehr günstig, wahrscheinlich Zeitungen zuzukaufen noch und die Verleger oder die Verlage erhoffen sich dadurch eben viel nochmal einsparen zu können, nochmal ein paar Jahre mitzuverdienen, anstatt irgendwie kreativ da sich dazu überlegen, wie man die Digitalisierung vielleicht auch anders managen kann. Ein Beispiel für diese Konzentration hat auch Herr Pelz in seiner Studie, nämlich aus Dresden. Da wurde Anfang des Jahres bekannt, dass die Matzak Mediengruppe, wenn das Kartellamt zustimmt, die DDV Mediengruppe aus Dresden übernehmen wird. Die Matzak Gruppe kontrolliert schon die Dresdner Neuesten Nachrichten und die Leipziger Volkszeitung und würde dann auch die Sächsische Zeitung, die Dresdner Morgenpost, die Chemnitzer Morgenpost und die ganzen dazugehörigen Online-Angebote besitzen. Damit wären alle wichtigen Dresdner Tageszeitungen in den Händen der Matzak-Gruppe. Und Sie führen schön aus, warum das problematisch ist. Okay, ja. Ja, ich meine, Herr Barnard hat es ja auch gerade schon angesprochen. Letztlich ist, also okay, zum Ersten sind es Faktoren, die Herr Barnard angesprochen hat. Es kommt zu Zusammenlegungen teilweise, es gibt Mäntel, die dann überregional produziert werden, es gibt Zentralredaktionen, teilweise gibt es Zeitungen, die haben keine Redaktion. Ich glaube, ein Beispiel in der Studie, es gibt keine eigene Redaktion mehr, da wird sozusagen nur. Mit einer Medienkonzentration geht letztlich auch eine publizistische Konzentration, kann einhergehen. Und dann könnte das am Ende auch ein Problem für Medienpluralismus sein. Herr Barnard hat es gesagt, am Ende stehen wenige Leute hinter, ne, also Eigentümerstrukturen. Wir gehen mal davon aus, dass da niemand
jetzt Einfluss auf Berichterstattung nimmt. Man kann davon aber auch nicht immer ausgehen. Also wo wir eine publizistische Konstellation sehen, bietet sich letztlich zumindest die Gefahr. So, das ist sozusagen keine Verschwörung. Daraus kann man natürlich Verschwörungen machen, aber rein faktisch gibt es natürlich die Möglichkeit. Ja, von daher ist das sicherlich problematisch. Und vor allem, was wir auch sehen, vielleicht letzter Punkt dazu, im Lokaljournalismus wird immer wieder betont, wie wichtig der ist. Es gibt auch Studien dazu, die das betonen, vor allem auch aus den USA, wo es mittlerweile sogenannte Nachrichtenwüsten gibt, wo eben keine regionale Berichterstattung mehr ist. Die ist aber auch durchaus wichtig für politische Prozesse im Lokalen, im Regionalen. Und ja, einsparen kann man im Zweifel, gerade wenn man zusammenlegt, Zentralredaktion etc., dann wird im Zweifel eine lokaljournalistische Position vielleicht wegrationalisiert und dann kommt die Nachricht eben sozusagen aus der Zentralredaktion. Das heißt, dieses vor Ort, dieser vor Ort wichtige Lokaljournalismus, der leidet im Zweifel auch unter Medienkonzentration. Dann vielleicht die ein bisschen zynische Frage jetzt an Herrn Quiring. Würden die Leute in Dresden den Medien mehr vertrauen, wenn sie wüssten, dass hinter den Medien die Mazak-Gruppe steckt und wer genau sie kontrolliert? Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Und zwar aus dem Grund, Sie haben als Private Owner ja schon mal das Problem, wir haben Institutionen in der Befragung dieses Jahr verglichen, sobald Sie nach Unternehmen fragen, also ein privates Interesse dahinter steht, ist die Skepsis grundsätzlich höher. Das erklärt auch teilweise das hohe Vertrauen in Öffentlich-Rechtlichen. Aber inwieweit das was bewirken kann, ich habe ja schon ein Problem, meinen Studis im ersten Semester den Unterschied zwischen Staatsrundfunk und Öffentlich-Rechtlichen zu erklären. Wir kriegen das hin, jedes Mal, aber es dauert immer ein bisschen. Das heißt, diese Besitzverhältnisse offen zu legen, bedeutet noch nicht viel. Glaube ich, was aber durchaus ein Ding haben kann, wenn Sie sagen, Mazak übernimmt jetzt komplett Dresden, kann das schon Ressentiments hervorrufen, im Sinne dessen schon wieder ein westdeutscher Konzern, der jetzt alle hat. Das kann durchaus Ressentiments wecken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Kann ich nicht mal sagen, denn ökonomisch betrachtet wäre eigentlich eine Einschränkung der inhaltlichen Vielfalt totaler Blödsinn. Denn schlicht und ergreifend, Sie wollen ja nicht Leser verlieren. Das ist ein Einheitsbrei und das Drittel schreibe ich ab, Sie wollen ja verkaufen. Also ist eigentlich ökonomisch eine gewisse Vielfalt und eine redaktionelle Qualität nicht ganz unsinnig bei allen Rationalisierungen. Ja, ich würde noch ergänzen, also die Frage ist ja, also erstmal klingt die Konzentration nicht weiter schlimm, weil es immer noch mehrere Zeitungstitel gibt, die vielleicht auch voneinander unabhängig arbeiten. Aber wo gehe ich hin, wenn ich einen Skandal habe, in dem eine der Zeitungstitel vielleicht mit verwickelt ist, weil es da irgendwelche, weil der Eigentümer vielleicht noch eine Beteiligung irgendwo hat? Und wenn dann alle Zeitungen vom gleichen Eigentümer sind, dann weiß ich nicht mehr, wo ich hingehen soll. Und dann, das macht natürlich alternative Medien wieder stark, die es ja auch dort gibt. Und insofern würde ich sagen, es hilft erstmal zu wissen, wer dahinter steckt, damit ich sozusagen mir mein Bild gehen kann. Und ich muss ja nicht zu Dresdner Neuesten Nachrichten gehen, wenn ich mich über die Sächsische Zeitung beschweren will. Das ist dann irgendwie, dann bin ich schon mal geschützt als Bürger, dass ich weiß, okay, das macht hier keinen Sinn, ich muss mir einen anderen Weg überlegen. Aber in der Tat, also ich glaube, den Verlagen täte es gut, die Titel auch parallel und in Konkurrenz zueinander zu entwickeln. Also auch wir als Fachmagazin beobachten auch in letzter Zeit irgendwie eine Konzentration in unserem Sektor. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie für uns spannend, wenn alle Mitbewerber zu einem gehören. Aber eigentlich finden wir es auch nicht gut, weil sozusagen auch so ein bisschen Wettbewerb irgendwie den Journalismus besser macht. Und das ist, glaube ich, das, was bei diesen ganzen Zusammenlegungen auch vergessen wird. Ich finde immer ein tolles Beispiel aus Stuttgart, westdeutsche Stadt, mit den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitungen, die einfach komplett identisch sind. Da frage ich mich auch, was bringt es eigentlich noch, zwei Zeitungstitel drauf zu drucken? Aber das finde ich auch schade einfach für die Stadt. Also das macht die Zeitung nicht besser, beide nicht. Und die Bürger wissen auch am Kiosk sagen es denen auch völlig egal, was sie dann kaufen dann. Also das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass es im Publikum jetzt schon einige gibt, die so ein bisschen an der Stuhlkante sitzen und gerne eine Frage loswerden möchten. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, wir haben den Florian, der ein Mikrofon hat und zu Ihnen kommen kann. Bitte jetzt einmal ein kurzes Handzeichen, wenn es Fragen gibt. Vielen Dank erstmal. Mein Name ist Johannes Angermann. Vielen Dank an Sie drei. Ich glaube, die Studien helfen mir als Journalist im Alltag,
das nach außen zu vermitteln. In jedem Fall, ich habe so ein Gefühl und jetzt kann ich es belegen. Herr Pelzel, an Sie, Petzel, tut mir leid. Die Fälle, das sind Eingangsstatistiken, die Sie da feststellen. Ist das richtig? Die Gewalt gegen Journalisten, das sind Eingangsstatistiken der Polizei. Das ist die eine Frage, oder sind das von Ihnen? Also wie kommen Sie an die Daten? Melden die Journalisten das bei Ihnen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wir haben festgestellt, es ist vor allem im rechten Spektrum angesiedelt. Sind das Angriffe, die aus der Dynamik im Geschehen entstehen bei Demonstrationen, oder sind das tatsächlich schon gezielte Angriffe, wo man dann sich zu Demonstrationen trifft und sagt, okay, wir gehen jetzt Journalisten klatschen, zugespitzt formuliert? Vielen Dank für die Frage. Nein, das sind keine Daten der Polizei, sondern wir monitoren selbst und probieren mit möglichst allen Journalisten dann auch Kontakt aufzunehmen, was, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, nicht immer gelingt, aber teilweise sind die Sachen auch gut dokumentiert. Viele JournalistInnen, oder ne, nicht viele, einige sind auch dazu übergegangen, teilweise mit zu filmen. Das heißt, man kann das dann auch über Videomaterial feststellen. Wir fragen aber auch die Öffentlich-Rechtlichen ab. Gleichzeitig probieren wir dann wiederum auch, also wir brauchen gewisse Informationen, das können Sie hinten in der Studie auch sehen, ab wann das sozusagen reicht, um diese Fälle zu verifizieren. Deswegen sagen wir eben auch, es gibt noch ein höheres Dunkelfeld. Weil so. Zur zweiten Frage. Also ich möchte nicht ausschließen, dass sich Rechtsextremisten treffen, um gewisse Leute zu klatschen. Das kommt vor. Das ist glaube ich, auch dokumentiert an vielen Fällen. Ich glaube schon, dass das meistens Demonstrationsgeschehen sind, in denen aber, wie eingangs gesagt, JournalistInnen ein klares Feindbild sind von Anfang an. Und was wir beobachten, ist teilweise geht die Gewalt aus von Leuten, und Sie haben es auch eigentlich gesagt, es sind wenige Leute, die eigentlich gewalttätig werden. Wenn aber sozusagen eine Demonstration beispielsweise beginnt, und das ist auch alles immer sehr gut dokumentiert, dann findet am Anfang häufig eine Feindmarkierung statt. Also dort wird dann vom Lautsprecher gesagt, und die von der Presse sind auch da. Manchmal wird das auch mit Namen gesagt. Und das beispielsweise senkt auch eine Hemmschwelle, dann in diesem Umfeld tätig zu werden. Und vielleicht der letzte Punkt. Man kann jetzt nicht immer, also ist die Person, die gewalttätig geworden, ein organisierter Neonazi beispielsweise mit Gewalterfahrung, das können wir natürlich nicht immer feststellen oder selten feststellen. Und wir sehen eben auch wenn wir Videomaterial sichten, dass es teilweise Personen sind, die man das vielleicht nicht unbedingt zuschreiben würde, und es dann vielleicht kein Klatschen ist, sondern aber ein Schlag auf die Hand, der eben auch dann vielleicht niedrigschwelliger betrachtet wird, aber letztlich ist das ja ein Eingriff in die physische Integrität des Journalisten, der auch eben Folgen hat. Ja, ich hoffe, das beantwortet das ungefähr. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich habe zwei Fragen an Professor Quiring, Guido Erbrich, katholischer Senderbeauftragter. Ich bin hier hinter der Säule versteckt für Sie. Ich sehe Sie ganz gut. Die erste Frage, Sie haben diese Akzeptanzstudie mit erfreulichen Ergebnissen vorgestellt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Und auf dem Hintergrund dieser Frage kommt die zweite. Oliver Schenk, der Chef der sächsischen Staatskanzlei, hat heute zweimal in Panels ziemlich mantrahaft gesagt, die Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Medien schwindet auf dem Hintergrund der Gebührendiskussion. Irrt der Minister hier oder beschreibt er hier ein sächsisches Phänomen? Gut, ich fange mit der zweiten Frage an. Ich bin mir nicht sicher, ob er richtig liegt. Was man durchaus sehen kann, ist, dass aufgrund der politischen Verhältnisse in Sachsen und in Thüringen eine gewisse Verunsicherung da ist. Auch in der Gebührendiskussion. Ich sehe die Gebührendiskussion aber ein Stück weit als ein instrumentalisiertes Geschehen, das viel mehr auf den Öffentlich-Rechtlichen zieht, als auf die Summe, um die es wirklich geht. Und das ist ritualisiert. Sie kennen das ja selbst als Journalist. Alle paar Jahre, wenn die Gebühren wieder festgelegt werden, gibt es ein rituelles Hickhack. Zu der Ost-West-Frage, für diese Daten haben wir nichts gerechnet. Bisher, also die sind jetzt gerade frisch, wir haben das vor Jahren mal gemacht und unterschieden. Ja, wir haben festgestellt, im Osten haben sie, und jetzt wieder, das Problem ist, ich habe nur 1200 Leute, ich kann nicht auf die Bundesländer verlässlich runterrechnen. Ne?
Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, die sind nicht alle gleich im Osten, die Bundesländer, aber ich kann es nicht mit statistischer Signifikanz belegen, gibt es da schon Unterschiede. Das Zweite ist, wenn Sie den Osten als Aggregat sehen, was schon schwierig ist, dann ist das Vertrauen ein Stück weit niedriger als im Westen. Kontrollieren Sie aber für eine Demokratiezufriedenheit oder für eine Zufriedenheit mit der Regierung, ist das alles weg. Dann bleibt es das Gleiche. Also im Prinzip ist es immer vom Hintergrund der Zufriedenheit mit Berlin oder mit der Zufriedenheit von der Landesregierung, die dann auch ausstrahlt auf die Zufriedenheit mit Medien. Also es ist nicht alleine eine Sache der Medien, es ist eher eine Sache der gesellschaftlichen Institutionen und deren Akzeptanz. Vielen Dank. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Hermann, Medienagentur CRP aus der Region Hannover. Die Frage ist, ist denn mal untersucht worden, einmal hinsichtlich personeller und einmal inhaltlicher Qualität, die Mantelteile, die ja gerade angesprochen sind? Ich kann mir vorstellen, wenn jemand in Hannover in einer Zentralredaktion, dass der sich wahrscheinlich nicht so gut auskennen würde wie der Lokaljournalist, der hier vor Ort in Dresden sitzt. Kann dazu jemand in der Runde antworten? Herr Barnett. Also ja, wir haben uns tatsächlich die Redaktionsnetzwerke angeguckt und auch viel darüber diskutiert, wie bilden wir die ab. Also sagen wir mal so, wir haben ja geguckt, welche Medien irgendwie wie relevant sind, habe ich ja eingangs erklärt, nach Reichweite. Aber wenn viele kleine Regionalzeitungen, die jetzt nicht in unserer Auswahl drin sind, zusammengenommen, weil sie den gleichen Mantel haben, weil sie zu einem Verlag gehören, irgendwie eine gewisse publizistische Kraft haben, die müssen wir beachten. Und da haben wir natürlich Matzak mit dem RND drin, Ippen Media, auch die viele kleine Portale betreiben und dadurch eine Meinungsmacht haben. Und um Ihre Frage zu beantworten, also klar, natürlich kennt sich ein Lokaljournalismus vor Ort, Journalist vor Ort immer besser aus als ein Mantelredakteur. Die gleiche Frage muss man allerdings auch bei der dpa stellen. Und wenn wir uns die Agenturszene in Deutschland angucken, ich will jetzt nicht noch kurz vor Ende ein großes Fass aufmachen, aber was das an Konzentration im Meinungsmarkt zu tun hat, kann man sich ausmelden. dpa beliefert so gut wie alle Medien, nicht nur Zeitungen, sondern auch Radiosender genauso gut, auch wie Online-Portale. Und da ist die Konkurrenzszene ja auch sehr, sehr gering geworden in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Da gibt es ja nur noch KNA noch, EPD und noch ein paar Sportsonderdienste und so weiter, Reuters noch, aber eigentlich ist dpa so der Platzhirsch dort. Und das ist natürlich auch für die Meinungsvielfalt, würde ich sagen, ein Problem. Aber das, ja. Inhalte. Ja, Qualität lässt sich immer ein bisschen schwer messen, sozusagen. Ich würde jetzt von... Ja, gut. Also, wenn ich mich in der Wirtschaft auskenne, sehr gut, dann weiß ich doch, wenn ich die Zeitung lese im Mantelteil, welche Fehler da drin sind. Der Sportredakteur weiß, welche Fehler drin sind, dass eine Fußballszene falsch beschrieben ist, etc. So, und das ist ja gerade in diesem Mantelteil, und Sie haben ja gerade die dpa selber angesprochen, auch da, wenn Sie sich diese OTS-Meldung teilweise angucken, kann ich Ihnen jede Menge Fehler aufzählen. Also haben Sie die Frage quasi eigentlich selber beantwortet? Die Frage ist ja jetzt nicht, ob ich das selbst beantworten kann. Das kann ich ja selbst beantworten. Was ich weiß, kann ich beantworten, wenn ich das hundertprozentig weiß, recherchiert habe. Die Frage ist aber mal, ob es tatsächlich wissenschaftlicher, deswegen sitzen ja da zwei Wissenschaftler, glaube ich, links auf jeden Fall, ob das mal untersucht worden ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich kurz auf Ihr Beispiel nochmal eingehen kann, also wenn Sie eine Bilanzpressekonferenz eines städtischen Energieunternehmens zum Beispiel haben, da gehe ich als Lokalredakteur hin. Da würde man sagen, wahrscheinlich kann der Mantelredakteur, der Wirtschaftsprofi ist, diese Bilanzpressekonferenz besser covern. Aber der Lokaljournalist kann vielleicht bei anderen lokalen Themen deutlich besser agieren als der Mantelredakteur. Deswegen würde ich das nicht pauschal beantworten, was die Qualität angeht. Gibt es noch eine letzte Frage in der Runde? Nee, doch, hier vorne. Nee, ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte eigentlich nur meiner aufkommenden Depression so ein bisschen Ausdruck verleihen. Und zwar von den Studienergebnissen ausgehend, dass man sagt, so ein bisschen pauschal, die Bevölkerung verliert das Vertrauen in die Medien. Nach den Urteilen, die wir hatten, oder einigen Gerichtsurteilen, ich kenne auch welche aus Niedersachsen etc., die Journalisten oder die Ange
angegriffenen Journalisten verlieren so ein bisschen das Vertrauen in die Justiz. Das heißt, jede einzelne Institution verliert so ein bisschen das Vertrauen in, sag ich mal, die demokratischen Stützen, die es noch gibt. Und dann erwarte ich eigentlich schon bald in den nächsten Jahren, also jetzt ein bisschen polemisch, spaßig gesagt, die Studie, ob die Journalisten noch den Gerichten vertrauen, quasi am Ende, nach, wenn das so weitergeht mit den Urteilen oder so. Aber ja. Ich glaube, Herr Quiring, Sie können noch mal den Pep-Talk vom Anfang ganz kurz wiederholen und Mut machen. Ich glaube, das wäre jetzt falsch verstanden. Ich sehe da eher eine relative Stabilität über die Jahre. Und dass es bei Weitem nicht so schlimm ist, wie das teilweise innerhalb der Branche diskutiert wird. Ich will seine Fälle nicht kleinreden. Das ist schäbig, das geht nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das Gesamtvertrauen der Bevölkerung oder die Akzeptanz oder das Wohlwollen, das Medien auch teilweise entgegengebracht wurde, ist doch relativ stabil. Sie haben immer einen Teil, der sie ablehnt, einen Teil, der zynisch ist, einen Teil, der feindlich eingestellt ist. Das haben wir aber auf dem politischen Bereich, wenn man sich in die Extremismusforschung anschaut, seit den 60er Jahren. Wenn ich Ihre Studien nochmal aufgreifen darf, das Motivierendste fand ich eigentlich in den Corona-Jahren, da ist das Vertrauen gestiegen. Also dann, wenn es wirklich drauf ankommt, hat die Bevölkerung scheinbar ein sehr großes Vertrauen in die Medien. Das finde ich eigentlich positiv. Hat uns auch überrascht. Schöner, positiver Endbeitrag. Ganz, ganz vielen Dank, Oliver Quiring, Patrick Pelz und Matthias Bannert. Und danke Ihnen fürs Interesse und schöne Medientage noch.